Dann legen wir los. Also herzlich willkommen alle Teilnehmer zu unserem x-ten Webinar zum Thema ABAP. Diesmal geht es wieder auch um ABAP-RAP-Themen. Ich weiß nicht, ob wir alle dabei waren, aber ich denke mal, einige waren letztes Jahr dabei, wo wir diese drei Webinare gemacht haben zum Thema RAP, wo das erste Webinar war quasi die Einführung und dann waren halt so weiterführende Themen. Und deswegen haben wir uns diesmal gedacht, wir machen etwas, was uns jetzt so aus der Praxis unterkommen ist. Wir programmieren jetzt ja schon doch die letzten halben Jahr oder Jahr relativ viel mit RAP und wollen euch da einfach ein bisschen teilhaben lassen aus unseren Erfahrungen heute. Es wird wie immer hoffentlich früher fertig sein. Es wird wie immer hoffentlich um 10 Uhr irgendwo fertig sein. Vielleicht brauchen wir wieder länger, wir wissen es nicht genau, um ehrlich zu sein. Okay, also, let's go. So, ihr müsst jetzt eigentlich schon den Screen sehen. Vielleicht stellen wir uns einmal wieder vor, weil die letzten Male haben wir uns gar nicht so richtig vorgestellt, glaube ich. Wir haben immer gesagt, wir kennen uns eh jeder. Also, willst du jetzt wieder die Möglichkeit nutzen? Liebe Sören, bitte. Ja, servus, Sören Schlegel, mein Name aus Deutschland, wie man am fehlenden Wiener Akzent vielleicht merkt. Ich bin ABAP Development Architect bei der JNS Soft in Heidelberg und bin für alles zu haben, was man so mit ABAP machen kann. Überwiegend Logistik, HR auch, wenn es sein muss. So. Mein Name ist Jörn Fiesleitner. Ich bin seit über 30 Jahren jetzt im SAP-Bereich tätig und schwerpunktmäßig in der Entwicklung. Ich programmiere nach wie vor sehr gerne und im letzten Jahr hauptsächlich Fiori, Fiori Elements, ABAP RAP etc. im S4-Umgebung. Ja, hallo, Bigel Domi. Ich bin seit ca. 20 Jahren im SAP-Bereich tätig, bin hauptsächlich Entwickler im Technologiebereich und mache jetzt auch seit 2 Jahren schon Fiori Elements und RAP-Entwicklung. Perfekt, danke Domi. Ah, ja. Okay, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wollte ich noch kurz was ankündigen. Wir haben ja letztes Jahr während der Pandemie die Abende, wo man nicht ausgehen hat dürfen, ein bisschen genutzt und haben so ein kleines neues Produkt gemacht. Und das, wir machen einfach eine Sneak Preview am 13. Mai für die, die es interessiert und wollen nur kurz herzeigen, wie es ungefähr ausschaut. Aber wir wollen eigentlich hinter den Kulissen schauen. Das Ganze ist nämlich im Fiori in UI5 entwickelt mit sehr viel Gateway-Entwicklungen und so weiter. Und für die, die es interessiert, wäre da am 13. Mai so eine Sneak Preview. Kurz gesagt, es geht einfach darum, es gibt alte ALV-Reports oder Subqueries oder andere Quellen und man möchte einfach mit, sagen wir mal so, ganz wenig Aufwand ins Fiori oder ins Launchpad, ins Fiori Design oder ins Launchpad bringen. Und das macht dieser Rapid Report Generator. Ein Link ist dann in dem Mail dabei, was ich dann am Montag verschicke zu den Unterlagen zu diesem Webinar. So viel zu dem Thema. So, wir haben heute ein paar Themen. Ich werde jetzt einmal beginnen. Wir haben ein bisschen was über das Transportieren und über Caches reden. Die schon mit Fiori und RAP arbeiten, werden das vielleicht mitkriegen. Wenn man was live sieht, geht es einmal nicht oder der dampft einmal oder bricht es einmal ab. Das werde ich zuerst behandeln. Das zweite Thema ist dann, wir haben in unserem Webinar letztes Jahr im Herbst auch über die Custom Entities geredet. Ich glaube, Sören, du hast das, glaube ich, hergezeigt, wenn ich mich recht erinnere. Und ich habe im letzten Jahr jetzt eigentlich oder halben Jahr einige Custom Entities jetzt umgesetzt, die live sind auch. Und da wollte ich nur kurz ein bisschen Erfahrung aus dem Bereich dann herzeigen. Dann übernimmst du, Sören, du machst dann weiter, glaube ich, mit deinen Themen vielleicht ganz kurz anteasern, was von dir kommt. Heute kommen Augmentations dran. Also wieder so kleine, fiese Ferkeleien, die man mit RAP machen kann. Perfekter Teaser. Da bin ich kleine, gespannt. Kleine, fiese Ferkeleien. Okay. Genau, okay. Dann mache ich noch ein paar Grundlagensachen zu Component Groups und Virtual Elements. Genau, weil die Virtual Elements, die haben wir, glaube ich, letztes Mal eben nicht behandelt gehabt, sondern aber aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig und deswegen haben wir die heute auf jeden Fall nochmal raufgenommen. So, okay, wir haben schon 5 Minuten verplaudert, deswegen legen wir los zum Thema Cache. Und da geht es einfach darum, man programmiert seine UI5-App, Fiori-App und so weiter in der Entwicklung oder Standalone-Passt alles und wenn man es dann transportiert in die Abnahme oder in die Produktion, geht es einmal nicht. Da kracht es einmal, da ist einmal, das ist nicht aktuell und so weiter. Und natürlich spielen da sehr viele Caches halt einfach mit und deswegen wollte ich einmal kurz
so könnte das zum Beispiel ausschauen, noch ein Transportieren, alles ist eigentlich richtig, denkt man sich als Entwickler und es geht einmal gar nichts. Das ist nur so ein Screenshot von dem. Aber welche Caches spielen da eigentlich mit? Nicht, haben wir mal den Browser-Cache. Das kennt jeder, natürlich kann man den Browser-Cache invalidieren und löschen und so weiter. Das ist eine potenzielle Fehlerquelle. Dann haben wir aber natürlich im ABAP, beim Backend-Caches. Wir haben den ICM, Internet Communication Manager Cache, der auch Probleme bereiten kann, den man auch vielleicht da und dort dann einmal invalidieren muss oder löschen muss nach dem Live-Setzen. Dann gibt es den UI2 Cache. Das sind so UI-Komponenten von der SAP, die auch gecached werden, die man auch da und dort einmal invalidieren muss oder löschen muss. Dann gibt es natürlich auch, wenn man jetzt Richtung Gateway herab und so denken, die Metadaten-Caches. Die gibt es natürlich auch noch. Und da gibt es auch wieder Frontend und Backend. Also wenn man ein verteiltes System hat oder wenn man das Gateway im Backend hat und ein anderes SAP-System hat für Frontend, hat man wieder zwei Ebenen, wo man eingreifen muss. Des Weiteren gibt es auch noch, habe ich bei einem Kunden auch einen Cache, der noch bei denen im Netzwerk dann ist. Das heißt, der ICM-Cache als Beispiel ist nur einer und danach gibt es noch einmal einen Cache, den der Kunde bei sich gehabt hat. Also deswegen diese Fragezeichen. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele potenzielle Fehlerquellen oder Probleme, wenn man was live sieht, dass es dann doch nicht aktuell ist oder fehlerhaft ist. Das Erste, was ich darauf hinweisen wollte, ist, und das muss ich wahrscheinlich ein bisschen vertagen auf das nächste Mal, ist der sogenannte Cache-Buster von der SAP, den es für UI5 gibt. Und zwar die Idee ist dahinter, dass die End-User eigentlich nicht den Browser-Cache löschen müssen, sondern einfach, man transportiert etwas und es sollte eigentlich dann durch den Cache-Buster, wenn der aktiviert ist und so weiter, wenn er richtig eingestellt ist, sollte das out of the box funktionieren. Meine Erfahrung ist jetzt, dass es leider nicht immer so ganz funktioniert hat. Ich habe euch aber da die Links reingeben, oder ihr seht es dann eh auf den Slides. Es gibt die zwei wichtigen Hinweise, die den Cache-Buster an sich erklären, auch wie man administriert, wie man aktiviert, und auch einen Blog-Eintrag dahinter, der den genauer erklärt. Also für die mit Transportieren und dann Fiori und UI5 zu tun haben, ist es sicher mal sehr angebracht, das mal genau durchzulesen, dass man die Hintergründe versteht oder kennenlernt. Tommy, hast du schon mal mit dem Cache-Buster Probleme gehabt oder ist ein, oder? Also, du bist gemutet. Ah, dann. Immer wieder mal Probleme, aber noch kein Leitfaden, wie so löse ich es. Genau. Das ist meistens dann ein Try and Error und irgendwann erwischt halt den Unbuster, den Uncache, den du löschen musst. Überall F5 drücken, überall Browser Cache löschen, Inkognito-Modus, die App neu generieren, mal so eine Dummy-Änderung an der App machen. Ach, herrlich. Genau, ja. Also, aber das war gerade ein guter Einwand von dir, Inkognito-Modus und so weiter. Also wenn wirklich was nicht geht und auch noch transportieren in der Produktion und ich bin mir sicher, es passt eigentlich alles von der Entwicklung her, dann starte das Ganze mal in Inkognito-Modus auf jeden Fall auch, damit ich mal browsermäßig mal alles irgendwie Caches ignoriert werden. Und dann stelle ich einmal meistens fest, ob meine App an sich eh funktioniert, halt nicht, irgendwelche Caches halt nicht refreshed sind. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt habe ich da eine Liste aufgenommen von den Dingen, die ich bis jetzt immer wieder verwendet habe, manche öfter, manche weniger öfter. Die sind jetzt gar nicht richtig gewichtet. Ich habe es einfach jetzt nochmal, einfach, weil ich es halt aufgeschrieben habe, mitdokumentiert. Das erste oben ist das sogenannte, es gibt diesen Application oder App Index, UI5 App Index Calculate. Das ist mittlerweile für mich Standard. In dem Moment, wo ich was transportiere, wo ich meine App neu transportiere, in der Abnahme oder in der Produktion, muss man mal diesen App-Index-Calculate aufrufen für meine App, die ich transportiert habe. Der kann auch eingeplant sein. Gibt es auch Hinweise, die sollten mal von der Basis eingeplant sein, sollten mal automatisch noch transporten und so weiter. Es sollte, tut es aber nicht. Das heißt, ich mache das jetzt eigentlich standardmäßig. In dem Moment, wo die App transportiert wird, gibt es noch den App-Index-Calculate. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn das passt eigentlich, wenn man denkt, okay, jetzt habe ich alles richtig gemacht mit dem App-Index kalkuliert, das ist was aktualisiert, dann habe ich doch immer wieder auch diesen, nicht so oft, aber der hat mir das Leben gerettet, der UI2 Delete Cache, der die ganzen UI2 Services löscht und vor allem das Target Mapping. Wenn man im Launchpad Customizing, der Target Mapping, sorry, ja, mehr hätte ich nicht. Ich höre einen Tommy, aber ich höre ihn, glaube ich. Ja. Es ist immer ein Unterschied, ob man ins Launchpad deployt oder das Ganze übers Launchpad aufruft oder das Ganze dann standalone aufruft. Das heißt, natürlich. Da haben wir auch wieder unterschiedliche Sachen, die schiefgehen können. Genau. Aber dieser zweite Teil ist nicht so oft notwendig, weil so oft macht man nicht Target-Mapping-Änderungen. Aber wenn man dort was ändert, wenn man im Target-Mapping was ändert vom Launchpad, dann ist dieser zweite Report, UI2 Delete Cache, sinnvoll und notwendig.
Dann gibt es natürlich OData-Änderungen. Ich habe vorher schon gesagt, wir haben ein Frontend und Backend. Wenn wir ein System haben, haben wir beides erfahren. Aber jedenfalls gibt es auch den OData-Metadaten-Cache. Den schon auch natürlich häufiger, vor allem in der Tonne, nicht, wenn sie was am OData-Service geändert hat, wenn Attribute dazukommen, zurückkommen sind, Associations geändert haben, etc. Dann gibt es die zwei Reports, diesen IWFND, Frontend Cache Cleanup und den IWBEP Cache Cleanup fürs Backend. So, dann, ich habe vorher gesagt, ICM. Auch das habe ich leider als Problem schon entdeckt oder gehabt, dass ich die ICM-Caches habe löschen müssen. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil ich nicht gezielt genau gewusst habe, was, sondern ich habe dann den kompletten ICM-Cache da und dort einmal gelöscht, auch in der Produktion. Es ist jetzt ein, wie soll ich sagen, für einen kurzen Moment ist vielleicht nicht optimal, weil natürlich dann alles wieder neu gelesen wird. Für einen kurzen Moment bremst das System ein bisschen aus, so ehrlich muss man sein. Das sollte man vielleicht nur dann machen, wenn man wirklich keine andere, wenn alles andere irgendwie nicht funktioniert hat, ICM-Server-Cache löschen. Man könnte ja, glaube ich, gezielte Einträge löschen, aber das stelle ich mir zum Beispiel schwierig vor. Hat mir auch geholfen. Dann natürlich den Browser-Cache, lokal am Gerät, am Browser, egal welchen Browser man hat. Das macht natürlich Sinn, dass man den auch löscht. Das kann auch sein, dass dieser Cache-Buster, was auch immer, das sollte jetzt auch funktionieren, dass der nicht richtig reagiert und der Browser-Cache eben nicht invalidiert wurde. Und dann haben wir noch kleiner Einwandtipp: mit Control-Shift-R kann man bei den meisten Browsern auch einen Hard-Refresh machen, also über das normale F5 hinaus, und muss nicht den Browser-Cache für alle Webseiten leeren, weil das ist ja auch meist das Lästige, weswegen ich es eigentlich fast nie mache. Okay. Also Control-Shift-R oder mit den Developer-Tools F12, da kann man oben auf das Reload-Symbol auch Cache leeren und komplett neu laden. Hilft auch häufig. Mit weniger Schmerzen. Ich habe noch fünf weitere Sachen angehängt, die ich bis jetzt auch schon verwendet habe in Ausnahmefällen und so weiter. Also die würde ich jetzt einmal, da werden nämlich komplette Caches wirklich deaktiviert, invalidiert. Ich gehe jetzt nicht einzeln durch. Das letzte war das Interessante, das ist SADL Memory, Shared Memory. Das war noch ein Live-Setzen von einer App, hat dann das Shared Object an Schiefstand gehabt, wie auch immer, es war kaputt, es hat nicht mehr richtig funktioniert. Es gibt ein SADL Shared Memory, das da unten darauf hinweisen möchte. Und alle Reports davor haben es nicht geschafft, das Ganze irgendwie zu löschen. Sollte eigentlich dieser Invalidated Global Cache, sollte es eigentlich mitmachen. Und da hat nichts anderes geholfen, als wirklich im Shared Memory reinzugehen und das dort hart zu invalidieren, zu löschen. Und ansonsten hat das ganze Launchpad nicht richtig funktioniert, um ehrlich zu sein. Also das ist das Letzte, was ich erst vor ein paar Wochen mal gehabt habe, noch ein Transportieren, kaputtes Shared Memory. Wenn jemand weitere Erfahrungen hat, her damit. Ich sammle das gerne und ergänze es auch dann gerne, falls jemand, also ich schaue mir dann den Chat noch an, falls jemand noch zusätzliche Informationen hat, einfach her damit und dann haue ich es dann in die Mail dazu. Ich habe noch was für dich. Und ja? Zwar, wer nicht das Vergnügen hat, mit RAP arbeiten zu dürfen, sondern noch mit BOPF arbeiten muss. Okay, ja. Und mit Custom Fields and Logic nicht immer zu Wege kommt, sondern manuelle Erweiterungen machen muss an Extensions, an BOPF-basierten Objekten, dann ist auch noch ein Weg, dass man manchmal über die BUBX für das SAP Standard BOPF-Objekt den Shared Memory weghaut, damit das BOPF-Objekt neu aufgebaut wird und die neuen Felder kennt. Sonst dumpt es nachher im OData-Service. Weil da muss also ein Cache weggeputzt werden, der wird mal so beim Generieren, Aktivieren des BOPF-Objektes durchlaufen, was aber bei einem manuellen Extend nicht geschieht. BUBX, BOPF-Objekte bei manuellen Änderungen auch nochmal neu aufbauen. Super, danke für die Info, das werde ich ergänzen. Stimmt, ich habe mit BOPF da jetzt nichts am Hut. Also diese Sachen gelten eigentlich jetzt zumindest einmal ich programmiere schon länger nicht mehr im BOPF, in der BOPF-Umgebung halt. Deswegen habe ich da jetzt keine Probleme gehabt. Aber ich werde das ergänzen und habe das noch in die Folie da auf jeden Fall dazu. Danke für die Info. So, und das war es eigentlich zum Thema Cache. Gibt es irgendwas zu sagen sonst? Nein. Meine Erfahrung ist auf jeden Fall die wichtige, also wie Sie es jetzt, wenn ich was produktiv sitze, transportiere im Launchpad, meistens geht es einmal nicht. Meistens ist es wirklich, es geht einmal nicht. Erst wenn man alles ein bisschen refresht, Caches refresht, oder wenn man einen Tag wartet, oft, weil natürlich die Caches haben eine gewisse Verfallszeit, also wenn man vielleicht einmal einen Tag Zeit hat und wartet, dann löst sich vielleicht das eine oder andere Problem von selber. Ist aber nicht sehr produktiv, freundlich, würde ich sagen, oder warten wir mal einen Tag. Ja. Okay, das zu Thema Cache. Jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Da habe ich noch kurz. Ja, genau, der Report. Das ist, finde ich, eigentlich die Hauptlösung eigentlich immer. Das habe ich vorher erwähnt. Der Report hilft mir immer. Kurzer Hinweis, eine Note habe ich reingegeben und eine Erklärung, helps.com.
Man sollte nämlich nicht jetzt den einfach starten und alles, quasi alle Apps kalkulieren, sondern ich mache es immer nur für die App, die ich halt transportiere. In dem Hinweis und in der Help-Subcom ist genau erklärt, wie man es verwenden sollte, auch wie man einplanen kann. Ah, dann genau. Das habe ich aufgenommen, weil ich im Zuge meiner Recherchen draufgekommen bin. Man kann auch den Cache deaktivieren oder verschiedene Caches deaktivieren. Ich habe es noch nicht verwendet. Wäre jetzt interessant, ob es jemand von euch schon verwendet hat. Es gibt diese zwei Set-Get-Parameter. Wenn jemand schon Erfahrung hat damit, das würde mich so wirklich jetzt interessieren. Ich werde es in Zukunft einmal ausprobieren, ob das auch richtig funktioniert. Vor allem während der Entwicklung stellen wir das gut vor und während Debugging vielleicht in der Produktion natürlich macht sowas keinen Sinn. Und es ist sowieso nur userbezogen. Aber falls jemand schon Erfahrung hat, Cache Disable und Page Cache Off sind die zwei Parameter, werde ich dankbar von Infos und für Infos. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Thema, was ich vorbereitet habe. Und zwar, das sind die Custom Entities. Wie gesagt, letztes Jahr hat es der Sören schon ein bisschen erklärt. Wer es nochmal sehen möchte, die Videos bitte anschauen. Ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele herzeigen, wie ich Custom Entities verwendet habe. Zuerst nochmal ganz grob als Wiederholung. Links haben wir eine Custom Entity, wie es in der DDL definiert wird. Sehr ähnlich wie andere CDS-View, außer dass man eingibt oder angibt die Klasse, mit der es implementiert ist. Das ist der Query, also der Select, implemented by, da sieht man den Klassennamen. Und unten beim Define gibt es halt Define Root Custom Entity. Und dann ist alles relativ ähnlich, wie man es halt, wenn man ein CDS-View macht oder wenn man eine Tabelle definiert. Rechts haben wir die Klasse, die dahinter steckt, dann, die implementiert ist, die Implementierung beinhaltet. Wir haben das Einzige, was wir brauchen, ist, wir brauchen dieses Interface IFWrap Query Provider. Dort gibt es diese schöne Methode Select. Und in der Select-Methode wird was auch immer gemacht. Die Daten werden gelesen und zurückgeliefert. So schaut ganz grob eine Custom Entity aus. Vielleicht eine wichtige Erkenntnis ist vielleicht, wenn man es natürlich in einem Custom Entity macht, in einem Select, Join und so weiter, kann man es natürlich dann nicht so verwenden. Das ist der Unterschied zu einer normalen Wrap Entity vielleicht, weil die kann man, da gibt es auch eine Datenbank View sozusagen dahinter oder eine, man kann dann auch mal einen Select verjoinen. Das geht natürlich bei der Custom Entity nicht. Was ich damit erklären möchte, ist, bevor man Custom Entity macht, sollte man vielleicht nochmal schauen, ob es nicht doch irgendwie ohne Custom Entity auch geht. Erst wenn man zum Entschluss kommt, nein, es geht nicht ohne dem, dann würde ich empfehlen, eine Custom Entity zu bauen. Auf den meiner Erfahrung bis jetzt. Also wie du das siehst, Dom, ich glaube. Ja, genau so. Das Problem ist ja, dass das Ganze dann über Saddle-Framework rennt und das kannst du natürlich in Select nicht mitbenutzen. Das heißt, du musst dann entweder über EML drauf zugreifen oder du hast das über die Behavior Implementation, dass du draufgreifst. So, was habe ich jetzt für Custom Entities zuletzt gemacht? Ich habe einmal gemacht, Langtexte für Businesspartner, das ist beim Kunden live. Dann habe ich gemacht Änderungsbelege für einen Businesspartner, das ist beim gleichen Kunden live. Dann habe ich gemacht Attachment Links, Archive Links. Auch für einen Kunden, auch für einen Businesspartner beim anderen Kunden, da geht es darum, dass wir in einer Fiori Elements App Archiv, Dokumente anzeigen, downloaden etc. wollen. Gehe noch ein bisschen drauf ein noch. Dann eine SELF-Suchhilfe. Natürlich kann man über die Custom Entity eine Original-SELF, kennt sicher die elementaren Suchhilfen, eine elementare Suchhilfe einbinden und dann diese Funktionsbestände zum Lesen der Werte verwenden. Das Schöne ist natürlich dann, dass auch diese ganzen User oder diese Exits mitverwendet werden etc. Also nicht nur direkt auf die Tabelle, sondern diese Original-Suchhilfe zu verwenden. Das ist eine Möglichkeit für die SELF. Und natürlich, das ist ein bisschen ähnlich zu dem anderen Produkt, was ich vorher erwähnt habe, ist natürlich, kann ich auch einen Submit ausführen. Ich kann in einer Custom Entity einen Report submitten und mit dem Ergebnis des Wochenendes zurückliefern. So, zuerst einmal Langtext. Links sieht man das Beispiel. Das ist die Custom Entity, die ist eine Sub-Entity zum Partner. Das heißt, wir haben den Key Partner und dann habe ich für alle diese Notizen oder für alle diese Texte, die wir braucht haben, eigene Attribute definiert. Einfach String-Attribute. Node 1, Node 2, Node 3. So ist das beim Kunden umgesetzt. Und in der rechten Implementierung ist es ganz simpel. Also das ist wieder diese Klasse mit dem Interface beim Select. Es gibt einen Retext mit dem Partner, mit der Partner-ID, mit der Partnernummer. Dann wird über die
LT Lines, also in dem Fall diese Tabellenzeilen drüber geloopt und sozusagen der String zusammengestoppelt. Das könnte man sicherlich moderner machen, wahrscheinlich mit Reduce oder mit For und so weiter. Aber ich glaube, an der Stelle ist das, glaube ich, ganz, ganz praktikabel. Auch so, vielleicht ein Hinweis natürlich, wir haben da Absatzformate in den alten Langtexten. Wir haben da Stern für einen neuen Absatz oder Schrägstrich für eine neue Zeile. Damit das richtig berücksichtigt wird, haben wir da auch ein New Line zum Beispiel dabei. Ist perfekt. Das ist jetzt nur der Custom Entity Teil. Natürlich gibt es dann dahinter auch die RAP-Implementierung, dass man auch die Texte updaten kann. Da wird dann der Save-Text verwendet. Aber das ist ganz normales RAP-Entwickeln. Wichtig war mir an der Stelle nur zu zeigen, es geht relativ simpel. Mit ein paar Code-Zeilen hat man die Langtexte gelesen. Natürlich ist es jetzt nicht so schnell vielleicht. Wir brauchen es da zum Beispiel nicht als Filter irgendwo. Dann weiß ich nicht, ob das die richtige Lösung wäre, wenn man da noch suchen möchte, vielleicht sogar auf Fuzzy-Suche und so weiter. Das kann man natürlich an der Stelle vergessen dann. Ist aber bei dieser Anforderung nicht notwendig gewesen. Zweite Sache sind die Änderungsbelege. Gleicher Kunde, wir wollen die Änderungsbelege anzeigen. Das klingt im ersten Moment recht super, weil die naheliegende Lösung wäre, die CDHDR und die CDPOS einfach direkt zu lesen. In einem S4HANA-System sind es auch keine Pool-Cluster-Tabellen mehr, so wie es früher war. Das heißt, es müsste eigentlich eine rasenschnelle Performance sein. Ist auch so, tolle Performance. Das Problem ist aber, dass die CDHDR und CDPOS sehr technische Inhalte haben. Also wenn man die Originalwerte einfach ausgibt, da ist der Key in einer 70-stelligen Charakterfeld drinnen. Also es ist eine technische Information, man müsste erst interpretieren und quasi dann den Key aufbereiten, doppelte Einträge entfernen, weil zum Beispiel beim Business Partner hat man auch die gleichen oder ähnliche Änderungsbelege einmal bei der KNA1, aus der KNA1 oder aus der LFA1 und aus dem Business Partner. Jetzt muss man versuchen, doppelte zu entfernen. Es gibt falsche Uhrzeiten. Das ist eine ganz interessante Sache vielleicht, dass beim Geschäftspartner bei der Änderungsbelegung drei verschiedene Uhrzeiten mitgespeichert werden. Zeitzonen, Timestamps gibt es dort noch nicht mehr zur Info. Das ist einmal die Zeit vom User, der es erfasst. Da gibt es die Zeit vom System und da gibt es UTC. Und damit man das wieder übersetzt, muss man wieder wissen, welches Änderungsbelegobjekt wird da verwendet etc. Also sehr, sehr kompliziert. Hat im ersten Moment gut ausgeschaut, aber war nicht praxisnah. Das heißt, wir haben es dann geändert, sind dann weg von der CDHDR, CDPOS gegangen, haben eine Custom Entity gebaut und verwenden die Original BDT-Bausteine, die Business Data Toolset-Bausteine. Ich habe unten den Hauptbaustein, um den es da geht, das ist der Boost Change Document, aufgenommen, weil der berücksichtigt alle diese Sachen. Der entfernt die Doppelten, der bereitet die Keys richtig auf, der macht die Uhrzeit korrekt, etc. Das Ganze war natürlich jetzt auch nur über Custom Entity umsetzbar. Das Nachteil ist wahrscheinlich, es ist jetzt nicht ganz so performant, wie es vielleicht vorher war. Der Vorteil ist, es ist exakt die gleichen Änderungsbelege, das gleiche Layout wie in der alten BP-Transaktion. So, dann das dritte Beispiel waren Archive-Link-Attachments. Und zwar die erste angedachte Lösung war, die Reuse-Component zu verwenden. Danke, Sören, für deine für eure Unterstützung an der Stelle. Hat im ersten Moment auch ganz gut ausgeschaut. Der Aufwand ist wirklich sehr wenig. Man kann eine Fiori Reuse-Komponente, es gibt verschiedene Komponenten, die man wiederverwenden kann. Das ist eine davon. Es ist rein über Metadaten, über die Manifest eigentlich zum Implementieren gewesen und so weiter. Hat super funktioniert. Ein Nachteil ist, es geht Upload nur für GOS-Dokumente. Anzeige und Download geht sowohl auch, da werden Tippfehler drinnen, geht sowohl auch für Archive-Link-Dokumente. Aber man hat wenig Eingriffsmöglichkeiten, also wir wollten verschiedene zusätzliche Attribute zum Archive-Link-Dokument anzeigen, vor allem auch, wir brauchen auch dann später ein Upload und so weiter. Deswegen haben wir uns auch dort an der Stelle dann entschieden, nicht diese Reuse-Component zu verwenden, sondern was Eigenes zu bauen. Erstens einmal, damit wir bei der Custom Entity die zusätzlichen Informationen anreichen können, die wir darstellen wollen. Die umgesetzte Lösung ist auf jeden Fall die dann, ich verwende die CV Archive-Link Read Operation oder OPA. Mit der Klasse bekommt man wunderbar alle Archive-Link-Dokumente, gibt mir die entsprechenden Keys an. Für den Download verwendet man sehr wohl den Teil aus der Reuse-Komponente. Da reicht eigentlich nur die URL, die man mitgeben muss. Und am Upload arbeitet man noch derzeit. Beim Upload ist es so, dass im RAP ja noch keinen Stream oder RAP unterstützt noch nicht Streams. Wir werden an der Stelle wahrscheinlich eine Gateway-Implementierung verwenden und dort dann den Upload realisieren. So schaut es dann eigentlich in der Fiori-Anwendung aus. Also ganz normales, so wie man es aus anderen Fiori-Elements oder Fiori-Anwendungen kennt, sind unten dann die Attachments dabei.
So schaut die grobe Implementierung aus. Links haben wir, ist so ähnlich wie gerade vorher wieder, die Klasse oben. Dann haben wir die Attribute von der Custom Entity. Und rechts haben wir den Implementierungsteil, wie man die Attachments liest. Das ist im Prinzip die Hauptklasse dafür, die ich vorhin kopiert habe, die Archive Link Read, Get Attachments List. Und dann muss man ein bisschen drüber loopen, zusammenstoppen und dann wieder zurückliefern. Und schon hat man die Archive Link Dokumente angezeigt. So, das nächste Beispiel ist SELF Suchhilfe. Habe ich auch beim Kunden umgesetzt, aber da habe ich sogar einen Blog dann geschrieben. Man kann natürlich eine Custom Entity verwenden und dann diese alten, ja, ich nenne es mal alten Funktionsbausteine, die SELF-Funktionsbausteine aufrufen. Da gibt es Help Method, Result Description und vor allem Help Values. Das ist der dritte, der dann die Daten holt, die Values holt und das reinmappen. Zweite Möglichkeit ist, es gibt diese Klasse CLDSH Type Ahead Processor, die auch diese Bausteine dann im Hintergrund aufruft, aber da hat man nur eine Klasse. Also man sagt wirklich der Klasse quasi, ich möchte gern bitte die Werte haben von dieser Suchhilfe, von dieser BUPH irgendwas Suchhilfe haben. Kann man diese Klasse verwenden, aber beide Möglichkeiten existieren. Dazu habe ich auch einen kleinen Blog geschrieben, weil ich da erkläre eigentlich ganz genau Schritt für Schritt, wie man das macht mit der Custom Entity. Den zeige ich jetzt aber nicht, aber der ist dann in dem Mail dabei mit den Folien. Und dann die dritte Möglichkeit oder die letzte Möglichkeit, die ich kurz erzählen möchte, ist, natürlich kann ich auch in einer Custom Entity mit Submit einen Report aufrufen. Wenn der Report ein ALV-Report ist, kann man sogar auf die Ergebnisse quasi zugreifen und die Ergebnisse wiederverwenden und zurückliefern und so weiter. Und wir haben ja damit tausende Reports wahrscheinlich in den Systemen und es macht vielleicht sogar Sinn, wirklich mal einen Report auch in der Custom Entity zu bringen, um nicht das Rad ein zweites Mal zu erfinden, sondern einfach den existierenden Report zu verwenden. Also geht, habe ich beim Kunden auch entsprechend umgesetzt. So, und was wäre noch denkbar, was interessant wäre, wenn man Richtung Custom Entities denkt, Open Dataset, Closed Dataset, wäre interessant, ob das geht, müsste möglich sein, könnte man vorstellen. Ich komme ja aus dem CRM, das müsste natürlich auch ganz gut gehen für Bol-Genel-Zugriffe. Habe ich auch noch nicht verwendet, aber wäre mal interessant, ob das eine Möglichkeit wäre. Shared Memory Zugriff, natürlich Zugriff, sollte gut möglich sein. Remote RFC sowieso auf ein anderes SAP-System. SharePoint-Zugriffe bei einem Kunden, wo wir doch ein bisschen was auch mit SharePoint gemacht haben, könnte ganz gut möglich sein, über Graph vielleicht auf SharePoint-Dokumente zuzugreifen, die dann in eine Custom Entity reinzubringen und vielleicht als Custom Entity oder als Entity im RAP zu verwenden. Und natürlich Third-Party-Calls, da hast du, glaube ich, ja, Sören, eben beim letzten Mal ein gutes Beispiel braucht, einfach im Video nochmal nachschauen, da kann man das ganz schön sehen. Könnte man irgendeine OData, irgendein Webservice aufrufen. Und. Ja. Falls jemand an der Stelle auch schon Erfahrungen hat von den Teilnehmern, auch wäre auch interessant, einfach teilen, dann kann ich das vielleicht noch ergänzen, ob es noch andere Praxisanwendungen gibt. Und sonst wäre ich jetzt mit meinem Teil durch, dann würde ich jetzt bitten, Sören, dass du übernimmst. Super, gerne doch. So, so, danke inzwischen. So, mein Screen sollte jetzt ersichtlich sein für euch, hoffen wir es mal. Genau, was werde ich euch zeigen? Ein Punkt, was ich natürlich aufgreifen will, ist das Thema EML. In einem gewissen Sinne von wegen Komplexität im Umgang mit EML, an einem schönen Beispiel. Das schöne Beispiel ist inspiriert aufgrund eines Kundenrequirements, mit dem ich mich diese letzte Woche bespaßen durfte. Und zwar folgendes Szenario. Kann ich euch mal zeigen, wie das hier aussieht bei mir in meinem Beispiel. Ich habe so eine kleine Demo-App gebaut oder eine kleine Sammelsierung von Demo-Apps über diese Movie-Datenbank, mit der wir schon mal zu tun hatten in der Vergangenheit. Und das ist an manchen Stellen ein bisschen eskaliert. Sehr schön, dass wieder das Login funktioniert. Ja, passt. So. Und zwar, ich habe eine Liste von Filmen, die ich mir beispielsweise angucken kann. Jetzt gucke ich mir hier diesen Film an. Ja, okay, passt. Wir haben den ersten Film, wir haben den zweiten Film, alles schön und gut. So, jetzt will ich aber eventuell benutzerspezifische Informationen hinterlegen. Benutzerspezifische Informationen wie ich habe in meiner App Zugriff auf eine Library von hunderten und tausenden Filmen und will jetzt meine Vermerke machen.
Ne? Beispielsweise, habe ich den Film jetzt schon gesehen oder nicht? Ne? Und um diese Information an meinem User zu speichern, habe ich ja nicht nur die Filmentität, sondern ich habe ja auch die Information, meine Meinung zum Film. Das heißt, mein User müsste mit in den Schlüssel. Ne? Gut, das würde wie aussehen. Ein bisschen Datenbankmodellierung kennen wir ja alle. Wir haben eine Movie-Datenbank und wir haben dann hier eine Composition auf die Movie-Opinion. Ja, diese Movie-Opinion sieht wie aus. Ja, ich habe hier die Movie-ID als Schlüssel und ich habe hier den Username als Schlüssel. Also no rocket science, wir haben eine Null-zu-Stern-Kardinalität. Jetzt ist es aber halt eben wenig sinnvoll, dass ich diese Null-zu-Stern-Kardinalität, wie sie halt eben da ist, als Tabelle anzeige. Ja, wieso? Wenn ich in dem Film meine Meinung hinterlegen will oder meine Notiz zu dem Film, ich habe den Film gesehen, fand ihn geil, dann soll ja nur meine Notiz ersichtlich sein und vielleicht interessiert mich die Meinung von Domi oder Fös gar nicht. Ja? Das will ich aber auf einer Object-Page haben. Ja, okay, Object-Page. Das heißt, über unsere C-View, unsere Projection-View, und dabei nicht die generische View, sondern die My-Movie-Views. So, diese My-Movie-Views exponiert halt eben unsere E-View, das Interface-View über die Movies, und löst die Association auf die Opinion auf. So, dabei wird jetzt hier in diesem Fall, darf dann die Opinion nicht mehr exponiert werden, die Association. Das würde dazu führen, dass halt einfach die Welt explodiert und nichts mehr geht. Sondern, was wird hier gemacht? Die Opinion wird aufgelöst und es wird ein Filter gesetzt. Wer das von euch noch nicht kennt, richtig nice Möglichkeit, wenn ihr eine 1-zu-N-Kardinalität habt über eine Association, könnt ihr sie direkt in der Verwendung filtern. Geht auch mit dem QLS kombinierbar und so weiter und so fort. So. Das wird jetzt dann halt eben mit ausgegeben. Und wenn ich jetzt hier meine wunderbare Anwendung sehe, dann sehe ich nämlich, hier, guck mal, die Opinion. Nämlich, wer Frozen kennt, wir kennen alle den Olaf, den coolen Schneemann. Okay, jetzt will ich diesen Eintrag natürlich editieren. Weil vielleicht finde ich morgen Olaf doch nicht mehr so cool, sondern finde dann irgendwie Elsa geiler. Das heißt, ich gehe auf den Edit Mode und ich kann diesen Eintrag hier editieren und sage jetzt hier, aber Elsa ist cooler. Schreibt man sie mit S oder mit Z? Ich weiß es nicht. Und klicke auf Save. Zack, der Eintrag ist gespeichert. Moment, wieso funktioniert das? Ich habe doch einfach eine Association nach außen gezeigt und eine Association, ist dann, wieso kann das editierbar sein? Vor allem noch irgendwie mit einem Filter-Value, was ist da geschehen? So, und zwar, wir haben ja, damit ein RAP-Objekt intelligent ist, haben wir zusätzlich zur CDS-View, die wir ja alle kennen, eine Behavior angelegt. Und in dieser Behavior sagen wir, wir haben das Business-Objekt mit Movie, wir haben da diverse Informationen hinten dran, wir haben zusätzlich zu Movie, haben wir auch die Movie-Opinion, die wir mit der Association verlinkt haben, die ist auch crude enabled, ne? Alles, wie wir es kennen. So, und was haben wir bisher immer gemacht, wenn wir das konsumiert haben? Das heißt, wir sind in den Projection Layer gegangen, dann stand einfach nur News hinten dran, weil die ganze Logik war ja schon definiert auf dem E-Layer. So, und jetzt gehen wir mal hier auf die Behavior Definition. So, und jetzt habe ich aber nämlich hier meine Projection definiert, aber schau jetzt mal an, was da ist. In der Projection habe ich eine Implementation verwendet. Wie? Seit wann gibt es das? Ich glaube, das gibt es irgendwie seit 2020 oder dergleichen. Und zwar kann ich jetzt Logik erzeugen, die nur auf dem Projection Layer läuft. Diese Logik oder dieses Vorgehen nennt sich dann Augmentations. Das heißt auch, dass ich für dieses Update, ne, für die Update-Operation an dem Eintrag, wenn ich jetzt einen Eintrag editiere, dieses Augment ermögliche. Für die Augmentation
gibt es eine super schöne Doku-Seite wieder natürlich auch im Kontext RAP. Es gibt verschiedene Varianten, wie man damit arbeiten kann. Ich zeige euch mal gleich mal ein Beispiel. Die Augmentation sind halt die Möglichkeit, Daten hinzuzufügen oder Modifikationen auf dem Projection Layer zu ermöglichen. Lustigerweise, ich weiß nicht, wie gut euer Englisch ist, ich habe mal geguckt, was heißt denn Augmentation? Irgendwie gefällt mir keine der Übersetzungen. Ich weiß nicht, was die SAP inspiriert hat. Vor allem dann, dass ich dann abgestolpert bin auf die Brustvergrößerung, das habe ich dann komplett kaputt gemacht. Gut, ja, jetzt wollen wir sehen, was da hinten geschieht. In diese Implementation auf der Projection. Und zwar, wenn ich diese hier anlege, dann habe ich nämlich nicht, wie wir kennen, in der globalen Klasse, die ist wieder leer. Ich gehe auf meine lokale Implementierung und in dieser lokalen Implementierung gibt es eine Methode. Die heißt dann hier Augment Update vom Modify. Und es gibt halt nur diese Augment-Methode, mehr gibt es nicht. Ne? Also, soweit ich es halt immer verwende. So, und wenn ich jetzt in meinem Projection Layer den Eintrag editiere, sag ich hier, Olaf ist toll, Olaf ist doof, whatever, ne? Dann wird die Entität Movies Update angepasst. Und diese Movies Update, die entspricht nicht dem Objekt, wie wir es auf dem E-Layer kennen, ne? Sondern ist wirklich typisiert wie der C-Layer. Das heißt, ich habe hier Opinion als Property in dieser Entität. Und jetzt geht der lustige Spaß los, ne? Ich kann über diese Datensätze drüber loopen. Und muss jetzt halt dafür Sorge tragen, weil ich jetzt weiß, dass ich eine Bewertung angelegt habe, dass ich in meine andere Tabelle, die wir hier gezeigt haben mit dieser Movie Opinion, ne, Movie ID und Username, wenn ich einen Eintrag speichere, dieses zerlege und eben den Datensatz enriched mit meinem Username in die richtige Tabelle wegspeichere. So, das heißt, am Ende haben wir ein schönes EML-Statement. Oh, und EML-Statements. Es gibt nichts Schöneres, fast. Gerade die Beispiele, die wir von der SAP kennen, die auch in dem GMO-Szenario hinten drin sind, die sind halt super fancy programmiert mit allen neuen Möglichkeiten, mit dem Value for Each und dann irgendwelchen Hashtags, irgendwelchen Correspondings und irgendwelchen Dynamic Reads. Das kapiert halt kein Anfänger. Die sind komplett doomed. Was habe ich halt gemacht, um es mir einfacher zu machen? Man kann entsprechend richtig typisieren. Richtig typisieren heißt, ich lege mir eine Variable an, weil ich jetzt beispielsweise hier ein Read machen will. Einfach ein EML-Read. Wer es nicht den ganzen Tag macht, sondern, keine Ahnung, sich zum ersten oder zweiten Mal daran die Finger bricht. Was muss jetzt wohin? Ne? Man kann es sich einfach machen, um auch ein bisschen Verständnis für zu bekommen und verwendet einfach diesen Rumpf hier, das ist wirklich immer identisch. Man muss hier nur das Business-Objekt und die Entität ersetzen. Aber was ich hier übergebe, das mache ich nämlich über diese Entität hier. In dem sage ich, habe eine Opinion Read, die ist Type-Table. Und jetzt kommt nämlich das Fiese, was glaube ich vielen nicht bewusst ist, for Read Import. Und dann sage ich, was ich importieren will, nämlich aus der MovieDB Business-Objekt die Entity Opinion. Und wenn ich jetzt hier draufgehe und jetzt für die Leute, die nochmal sagen, die Glücks ist doof, ich nutze lieber die SE80 F2. Ne? Das sollte hoffentlich jeder schon kennen. Und jetzt sehe ich nämlich, wie das hier typisiert ist. Und zwar als Table. Und diese Table hat nämlich diese Struktur, dass ich die Movie-ID und den Username mitgebe. Und über den Control kann ich dann auch noch mitgeben, welche Felder ich lesen will. Ich lasse das Control leer, schreibe dafür All Feeds rein und habe dann halt eben alle Informationen gelesen. Nächster Punkt, wenn ich ein Update machen will, nehme ich auf die Opinion. Ich habe schon mal eine Opinion abgegeben, dass der Olaf voll toll ist, ne, und jetzt will ich sagen, die Elsa ist aber irgendwie cooler. Das heißt, dann mache ich ein Opinion Update auf die bestehende Entität und sage jetzt hier, ich habe ein Type Table for Update. Wieder die Entität, das Objekt, die Entität. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehe ich nämlich, geil, das ist der Schlüssel, den ich irgendwie befüllen muss. Ne. Dann habe ich hier meinen Content und das dieses ganze Key und P-Key und CID und CID-Ref heißt, da werde ich nachher der Domi was zu erzählen. Ne? Aber ich habe halt wirklich mit F2 sehe ich, diese Felder habe ich. Ne? Und diese Felder muss ich halt hier in meinem Append-Statement da irgendwie in diese Struktur reinprügeln. Und ich habe nicht irgendwie so ein 20-zeiliges EML, wo alles irgendwie komplett schwer ersichtlich ist und ich gar nicht mit klarkomme, was ich da überhaupt tun soll. Weil richtig pervers wird es nämlich im nächsten Level.
Wenn ich ein CBA habe, also wer es noch nicht verstanden hat, was es CBA heißt, also klingt wie nach komischen Designerdrogen. Das ist ein Create by Association. So, das heißt, wenn ich jetzt die Opinion noch gar nicht angelegt habe, sondern die Opinion erst anlegen will mit meinem Username zu einem Film, dann habe ich ein Deep Create. Das heißt, ich muss eine Verknüpfung machen. Und dann kommt es auf die Kleinigkeit, nehme ich an. Also ich sage, ich habe hier eine Opinion CPA, aber dann habe ich hier keine zwei Backslash, sondern ich habe eins Backslash und ein Underscore. Und dieses Underscore ist nämlich die Association, die ich auflöse. Und wenn ich jetzt hier die Opinion Update vergleiche, die so aussieht, dann sieht die Opinion CBA, die Opinion CBA hier anders aus. Nämlich, ich muss noch das darüberliegende Objekt, welches ich erweitern will, mit angeben in diesem schönen Baum. Eben, das heißt erstmal die Movie CID, dann muss ich meinen Usernamen eintragen, dann trage ich meine Opinion ein dazu und dann mache ich hier ein Create by Association. Für die Massenverarbeitung ist ja das Coole an RAP. RAP ist ja immer darauf ausgelegt, dass ich 1 bis 100 Einträge editieren kann. Brauche ich in diesem Augmentation-Zusatz, in diesem Modify EML, das ist das Gleiche, wie wir es halt sonst auch kennen, nur mit dem Zusatz Augmenting, ne? Auf der einen Seite. Und wir brauchen noch hier dieses Relating, um die Massenverarbeitung hinzubekommen, welchen Datensatz aus der Importing-Tabelle habe ich jetzt wie, wo irgendwie verarbeitet. Das mal so als kleiner Appetizer dazu. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder in meine schöne Web-Anwendung gehe, dann kann ich jetzt hier zu Die Hard sagen, also gehen wir erstmal hier auf die Datenbank und haben jetzt hier die Movie Opinion, sehen jetzt hier, dass es in der Movie Opinion den einen Eintrag gibt, ne? Also es wird auch wirklich weggeschrieben in die richtige Tabelle mit meinem Username und jetzt sage ich hier, Bruce Willis ist geil. Oder Bruce Willis at its best. So, und jetzt sage ich auf Save und jetzt praise to the Lord. Das ist Funst. Ha, cool, da wurde was gesichert. Jetzt mache ich einen Refresh und sehe nämlich hier, wurde gesichert. Geilomat. Das ist eine Spielerei erstmal so. Als kleiner Tipp, wir kommen ein bisschen besser mit EML zurecht auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt eben Augmentations. Guckt euch an, es gibt über die /DMO/C_supplement gibt es das gleiche Beispiel, um sprachabhängige Texte zu pflegen in der Subtrial-Landscape. So, eine Kleinigkeit, die ich immer wieder mal gefragt werde oder dergleichen, und zwar noch ein kleines, schönes Fiori Elements Example. Ich habe eine Adapt Filters, die kennen wir ja alle. Und da sehen wir jetzt hier die Liste aller Filter. Hier oben kann ich umswitchen auf diese Group View. Und vielleicht ist es schon dem einen oder anderen aufgefallen, die Werte, also diese Facets, diese Groups und so weiter, die ich anlege auf der Object Page, die spiegeln sich hier im Filter wieder. Das heißt, wenn ich eine Entität habe, wie meine Opinion, und ich will nach der Opinion filtern, und habe praktisch in diesen Facet Opinion, oder meine Bewertung, dann wird es hier angezeigt, ne? In dieser Gruppe. Jetzt sehe ich aber hier, habe ich Rating stehen und hier habe ich TQ Rating. Okay, wieso? Was soll das? Springen wir mal kurz mal in die MDE. Es ist einfach herrlich. Ich weiß nicht, wer da was konsumiert hat, um auf dieses Gedanken zu kommen. Weil ich habe ja hier ein Label gepflegt für diese Group. Das heißt Rating. Das ist das, was ich auf der Facet, auf der Object-Page sehe. Wieso sehe ich das nicht in den Filtern? Ja, dann nehme ich nämlich hier den ersten Eintrag, den ich habe, zu Opinion, und habe hier den Qualifier verlinkt. Das heißt, dass sich diese Opinion in diesem Facet angezeigt wird. Und wenn ich jetzt hier ein Group-Label anfüge und sage, der ist Rating, und auch nicht wieder irgendwo mit der Maus hinspringe, wie so ein bisschen doofer. Und aktiviere. Und jetzt wieder auf meine Page gehe. Und jetzt kann ich wieder Ctrl-Shift-R. So. So. Jetzt gehe ich auf meine Adapt Filters.
Jetzt gehe ich auf eine Gruppierung und zack, da habe ich hier Rating. Wenn ich mehrere Elemente drunter habe, kann ich dieses Group-Label jedes Mal pflegen. Das heißt, ich kann im einen Group-Label für beispielsweise TQ-Movies, kann ich jetzt einmal für den Link oder für Picture, kann ich einmal Käsekuchen und einmal Wurstbrot reinschreiben. Dann wird das genommen, was zuerst gepflegt wird. Ist nicht ganz intuitiv, habe ich jetzt schon mehrfach, habe ich selber mal massiv Probleme mit gehabt, ist mehrfach gefragt worden, wie das geht. Deswegen hier mal kurz das Interrupt. Und Thema Übersetzbarkeit in der Cloud. Einmal hier auf das Project, also für die Cloud haben wir auch einen Launchpad, weil die Launchpad ist das Heiligtum. Ich klicke auf das TRL-EN, mein Projekt, und dann finde ich irgendwo vielleicht die Settings zu meinem Projekt, nur habe ich keine Ahnung, was da hier mit meinem Eclipse, wie schön voll das ist. Das ist ja Wunderbärchen. Na? Verdammt, wo ist es? Also man kann auch direkt über das Launchpad reingehen und findet dann irgendwo den Link dazu. Nämlich, um ins Launchpad reinzukommen, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier Ewigkeiten suche, würde ich erstmal kurz den Ball an den Domi zurückspielen, damit er auch noch was sagen kann. Und wenn er noch Zeit haben, dann zeige ich euch, wie man in der Cloud Übersetzungen pflegt auf dem Steampunk. Das wollte ich auch gerade vorschlagen, ja. Ja, danke, das war eine super Demo natürlich. Und ich kann mir die Codings dann eh wieder zur Verfügung stellen, weil dein Coding ist ein exemplarisches Beispiel, wie man etwas Clean Code oder Clean Up gestalten kann und nicht so kompliziert macht, so wie du das gesagt hast vorher. Also ich finde, das war also eine super Blaupause eigentlich dafür. Die Idee, die ich habe, also letzten Endes das Coding, was ich da habe, ist eh schon komplett Open Source, also die Grundlage. Da muss noch ein bisschen was getuned werden. Da werde ich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen irgendwann mal das komplette Coding, komplette Package Open Source machen, dass sich jeder die ganzen Spielereien mal angucken kann oder auch contributen kann. Vielen Dank. So, perfekt. Dann übernehme ich Sie. Ich share meinen Screen. Zack, zack, zack. So. Freigeben. So, das, was ich euch jetzt sagen will, haben wir gerade beim Sören im Coding mitgesehen. Das sind die Key Component Groups. Das heißt, die Unterschiede zwischen den ganzen Prozent, Key, Prozent, T, Key, Prozent, K, T, Y, was auch immer da auftritt. Und da möchte ich ein bisschen Licht in die ganze Sache bringen. Das Erste, was wir uns anschauen, ist die Prozent Key Component. Key ist logischerweise, so wie es der Name sagt, das sind die Schlüsselfelder einer Entity. Das heißt, da sind alle Key-Felder, die wir in der CDS-View definiert haben, drinnen enthalten. So eine Key Component könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie die Named Includes in Strukturen oder in Tabellen. Kann man Include reinhängen, die kann man dann benamsen und dann kann man auf diese Gruppe gemeinsam über den Component-Namen zugreifen. Diese Key Component Groups sind so ähnlich, überlappen sich aber ein bisschen. Im Key drinnen haben wir dann so Sachen wie die ID, die Order Number oder irgendein Partner Grid. Logischerweise. Einfach der Schlüssel der Entity. Dann gibt es eine zweite Key-Component, das nennt die T-Key. Hat im Grunde genau die gleichen Felder wie die Key-Component, also zeigt auf die gleichen Felder. Kann zusätzlich eine PID, eine Preliminary Identifier, also eine vorläufige ID haben, die einfach zusätzlich zu dem Standard-Key-Feld dann mit dabei ist. Macht dann natürlich nur Sinn beim Numbering, wenn es irgendwie darum geht, okay, ich brauche eine vorläufige ID und erst beim Abspeichern möchte ich dann eine eindeutige Nummer vergeben. Ist also dann bei Late Numbering wichtig, damit ich vorher schon quasi einen Schlüssel haben kann, aber erst beim Late Numbering die eigentliche Key-Nummer ziehen kann. Diese PID ist vom RAW-16 GUID. Und wird quasi vorläufig während der ganzen Verarbeitung
als Schlüssel benutzt, damit man das eindeutig, damit man das Objekt eindeutig referenzieren kann und erst beim Late Numbering, also dann kurz vorm Abspeichern, Image Just Numbers dann angepasst werden kann. Dann haben wir noch die Komponente T-Key. Die ist auch recht nett. Die beinhaltet alles, was in P-Key drin ist. Das heißt, sowohl die Keyfelder, wenn vorhanden, die Vorläufige-ID, also die PID, aber hat zusätzlich oder kann zusätzlich auch noch die EastDraft, das EastDraft-Flag mit drinnen haben, um anzuzeigen, okay, bin ich eine Draft-Entity oder bin ich eine persistente Entity. Ist auch wieder vom Type Boolean und ist mit MK-On oder MK-Off zuzuweisen, also die 0-0 oder 0-1 und macht natürlich nur Sinn in einem Draft-Szenario. Das heißt, wenn ich ein Draft-Szenario habe, brauche ich auch keine Ist-Draft-Komponente und dieses Feld steht gar nicht zur Verfügung und die wird auch nicht angezeigt. Das heißt, T-Key ist relevant für Draft-Sachen. Was ist jetzt, wenn ich aus meiner Sicht den Standard, den Normalfall habe? Ich habe ein Non-Draft-Environment und ich habe kein Late-Numbering. Dann sind natürlich alle drei Keys gleich. Sie zeigen alle auf die Key-Components von der Entity, also die Key-Felder, die ID, die GUID, was auch immer. Es wird dann erst, je nachdem, was ich aktiviere, werden andere Sachen relevant. Und die Idee ist, oder auch die Empfehlung der SAP ist, überall dort, wo Key verwendet werden kann oder muss oder soll, in einem EML-Statement, nimm bitte die vollständigste Key-Ausprägung. Das ist eben in diesem Fall T-Key. Aber rufe es mit Corresponding auf. Das heißt, ich mache meistens dort, wo es verwenden kann, in dieser Reihenfolge, das heißt eine Zuweisung über Corresponding aus dem T-Key, wenn vorhanden, oder P-Key und nur im Ausnahmefall wirklich aus der Key-Component. Ich habe vorher gesagt, das ist so ähnlich wie Named Includes. Der einzige Unterschied ist, die drei Komponenten zeigen teilweise auf gleiche Felder. Bei einem Named Include wäre das dann dreimal vorhanden, das würde nicht gehen. Diese Gruppen sind eher nur Zugriffsmöglichkeiten. Das heißt, wenn wir uns das Ganze als Screenshot von einem Debugger anschauen, wir sehen hier, das ist meine BO-Instanz in dem Fall. Da habe ich die EastDraft-Environment drin, ich habe eine ID-Component drinnen und ich habe sogar eine PID, also eine vorläufige ID drinnen. Das ist die Struktur der Instanz-Server, also des Business-Objects. Und wenn wir uns jetzt die Komponenten anschauen, wir sehen hier oben die T-Key-Komponente. Die hat die ID drin, die PID und EastDraft. Darüber sehen wir die P-Key-Komponente, die hat nur mit die PID und die ID drin, also den eigentlichen Schlüssel und die vorläufige ID. Und der Key an sich zeigt nur einmalig auf die ID. Das heißt, die Komponente Server, das Business-Objekt Server, hat alle drei Daten, alle drei Felder und die anderen zeigen nur auf diese vorhandenen Felder. Das heißt, es ist dann nichts irgendwie doppelt vorhanden oder irgendwie mehrfach integriert. Wenn ich also die T-Key befülle, werden automatisch alle drei Felder befüllt. Das zu den Key Component Groups. Dann kommen wir als nächstes zu den Virtual Elements. Der Fös hat vorher schon hergezeigt, die Custom Entity. Das Custom Entity war eine CDS Entity, die in einem Z-Coding, in einer ABAP-Klasse implementiert worden ist. Virtual Elements ist das gleiche auf Feldebene. Das heißt, mit Virtual Element kann ich eine Property, ein Feld in einer CDS-Entity im ABAP berechnen, ermitteln, aufbauen lassen.
Achtung, es rennt wieder über das Sadl-Framework. Das heißt, im Data Preview oder beim Select auf die CDS Entity wird das Ding nicht befüllt, sondern da kriege ich nur die, wirklich die, die Datenbankfelder zurück. Und es ist vorwiegend read-only. Das heißt, das sind Virtual, Virtual Elements. Wie implementiert es? Wie, wie baue ich die jetzt auf? Ich brauche einfach in meinem CDS-View die Annotation Virtual Element True und ähnlich wie wir es vorher gesehen haben, Virtual Element Calculated By und dann gebe ich wieder einen Klassennamen an. Das schaut so ähnlich aus wie die Query Implemented By, die wir vorher bei der Custom Entity gesehen haben. Da gebe ich dann einfach einen Typ an, entweder direkt einen Typ oder über Cast einen speziellen Typ und einen Namen. Das war es einmal im CDS-View. Damit ist das Feld bekannt. Und wenn das Ganze über Sadl prozessiert wird, wird diese Klasse aufgerufen. Was passiert in dieser Klasse? Einerseits brauchen wir mal ein Interface, um das Ganze zu lesen. Das heißt, wo quasi die Berechnung durchgeführt wird. Es gibt noch weitere Interfaces fürs Filtern und für die Sortierung, auf die gehe ich da jetzt nicht ein. Ich mache jetzt nur die quasi Berechnung, die Ermittlung von Werten. Es gibt nur zwei Methoden. Die eine Methode ist die GetCalculationInfo. Die wird aufgerufen, bevor quasi das Select auf die Datenbank durchgeführt wird. Da es ja sein kann, dass irgendein Consumer, mein Webinterface, ich möchte nur bestimmte Felder selektieren, das heißt, ich brauche nur drei Felder, aber für meine Berechnung sind fünf Felder relevant oder sind fünf Felder notwendig, dann kann ich da quasi die zu selektierenden Felder erweitern. Da hänge ich einfach auf eine ITAB die Feldnamen dran, die ich definitiv brauche, um den Zielwert ermitteln zu können. Das ist quasi eine Erweiterung der Select-Option, also welche Felder selektiert werden sollen. Und dann gibt es noch die Calculate-Methode, die macht sonderbarerweise nichts anderes als etwas zu berechnen, also den Zielwert zu berechnen. Wir kriegen also in einer ETAB alle die ganzen Daten, die selektiert wurden aus dem CDS-View in der Struktur der CDS-Entity und können dort drin jetzt Triebelupen, Berechnungen machen, irgendwelche Statusabfragen, Mondphasenabfragen, die Luftfeuchtigkeit messen, auf irgendwelche Systeme zugreifen und die Daten berechnen und müssen dann halt für jede Ergebniszeile das Feld, das wir berechnen wollen, dieses Virtual Element, befüllen und dann wird es zurückgeliefert und wird uns angezeigt. Wo macht jetzt sowas extrem Sinn? Natürlich, wenn es irgendwie schafft, dass ich das über SQL-Expressions mir zusammenstoppel, wenn es nur ein Concatenate ist oder wenn ich ein kleines If habe, dann mache ich das alles über SQL-Expressions. Wenn es aber komplexer wird und vielleicht sogar irgendwelche Fremdsysteme, RFC-Aufrufe oder so sind, dann kann ich das über dieses Virtual Element im ABAP-Coding machen. Und ein cooles Beispiel, finde ich, ist so Anwenderstatus für irgendwelche Sachen ausgeben, wo ich den Status dann mit Farben speziell hinterlegen will, wo ich mir dann zum Beispiel ein Feld Status Description als Virtual Element berechnen lasse und das Ganze dann in Farben, Rot, Blau, Grün, Gelb, Blau ist nicht dabei, ausgeben kann. Das heißt, wenn ich eine komplexere Berechnung habe, mache ich das dann im Virtual Element, berechne mir da die Farbe, die entsprechend aufgrund vom Status und von was auch immer notwendig ist und liefert es dann entsprechend zurück. So, das zu den Virtual Elements. Vielleicht noch ein Beispiel ergänzend zu den Langtexten, die ich vorher gesagt habe. Die erste Phase die war bei dem Kunden dann so, dass wir den Langtext über ein Virtual Element gelesen haben. Hat auch gepasst natürlich dann. Erst dann später, wie wir es dann ändern wollten, dann sind wir erst auf die Custom Entities weitergegangen. Also wenn es nur lesend wäre, einen Text, einen Langtext zu lesen, könnte man das gut über die Virtual Elements realisieren. Gut. Stimmt. Passt. So, jetzt dann kurz drei Infos zum
zu Response-Elementen, zu Response-Strukturen, weil das manchmal doch verwirrend ist, wann nutze ich was und wann muss ich wo was lesen. Bei EML, EML-Befehlen gibt es verschiedene Strukturen, die man zurück, Strukturen oder Tabellen, die man zurückbekommt. Einerseits einmal die Result-Tabelle, also das Result-Objekt, das sind wirklich die BO-Daten. Das heißt, da drin stehen die Daten für das Business-Object. Die Keys, alle Felder, die wir gelesen haben, alle Infos zu den Feldern, das steht alles in der, im Result des EML-Statements drinnen. Dann haben wir manchmal, also bei Modify-Zugriffen, gibt es die Mapped-Daten. In diesen Mapped-Daten steht immer was, also da geht es immer um Numbering, Late Numbering, sodass ich quasi während der Verarbeitung immer noch die Info habe, welche Entität habe ich jetzt diese PID, diese Preliminary ID zugewiesen, damit ich mit denen umgehen kann. Also fürs Numbering braucht man die Mapped. Die gibt es nur beim Modify-Statements. Dann gibt es die Failed-Daten. Dort steht immer drin, hey, für dieses BO, für diesen Key ist irgendwas schiefgegangen. Und eine Kurzinfo, was schiefgegangen ist. Not found, unspecific error, solche Sachen, aber keine Detailinfos. Das heißt, ich weiß einfach nur, für diesen Key, für dieses BO ist ein Update schiefgegangen, weil 404 not found, ich kann nichts updaten, was ich nicht finde. Damit ich bessere Fehlermeldungen ausgehen kann oder lesbarere Fehlermeldungen, gibt es dann die Reported Structure. Und da drin kann ich jetzt da sagen, zu meinen fehlgeschlagenen, also zu Business-Objekten, die fehlgeschlagen sind, wo die Operation fehlgeschlagen ist, kann ich Zusatzinfos, Langtexte, mehr Details zurückliefern, um eben das Ganze besser aufzubereiten und anzuzeigen. Das heißt, Reported ist nur notwendig, wenn ich wirklich schöne Details haben will. Ansonsten reicht Result und Failed in den meisten Fällen aus. Mapped brauchen wir eben, wie gesagt, nur bei Late Numbering, wenn es irgendwie darum geht, mit Nummern herumzuschonklieren. Gut, das zu den Result-Strukturen. Das war's von meiner Seite. Wir sind ja schon ziemlich durch. Aber würde ich sagen, Sören, hast du das noch? Kannst du das noch? Ich habe es gefunden, ja. Okay. Bevor alle weglaufen. Ja, genau, weil sie sind schon weg. Aber die können ja dann das Video noch anschauen. Die haben dann einfach selber Schuld dran, dass sie diese Erkenntnis nicht erfahren werden. Nein, man findet auch den Link, also man findet irgendwo mit Clips, wenn man rechtsklickt, Properties aufs Projekt macht, findet man die URL fürs Launchpad zu diesem Projekt. Man findet es auch natürlich im richtigen Launchpad im HANA Cloud Cockpit, dann kann man hier auf diese Instanz klicken und kommt dann nämlich auf das Launchpad, wo man gerade aktiv ist. So, und hier gibt es nämlich die Möglichkeit, seine Translations zu pflegen. Grüße gehen raus an den Wolfgang Röckelein für die Infos, wie man das macht. Und zwar muss man dafür erstmal ein Translation Project anlegen. Das tut erstmal nichts, tut keinem weh. Dann sagt man, wo man seine Text-Sources herhaben will. Was will ich denn übersetzen? Bei mir beispielsweise, ich will mein ganzes Paket übersetzen. Und dann pflege ich als nächstes, welche Translations ich denn haben will. Beispielsweise von Englisch auf Deutsch. So, das sagt man hier einmal. Ne, und dann klickt man hier einmal auf Create. Und halt nicht auf Create, sondern ich wähle nämlich diese Translation hier aus. Sag jetzt auf Download und sag, zieh mir mal bitte alle Texte, die es denn da so gibt, für die ich noch keine Übersetzung gepflegt habe. Das dauert ein kleines Weilchen. Bevor wir statt den Ladebalken anzugucken. Ja. Dann bekommt man eine wunderbare XML-Datei, die so aussieht. Das ist eine XLF. Für XLF gibt es spezielle Tools, um diese Übersetzungen zu pflegen. Wer sowas nicht hat und dann einfach so low-budget arbeiten will, so wie ich es irgendwo hier gemacht habe, der holt statt der Source-Poster-URL, dann kopiert er die Zeile, schreibt dann Target rein, vorne und hinten, ne? Und sagt dann Poster-Link.
Also super gut übersetzt, ne? Also es gibt nichts Schöneres. Aber who cares? Posterlink, zack. Dann kann man diese Datei wieder hier, hochladen und nach dem Upload, wichtig, muss man auf Publish drücken. Mit Publish kommt dann die Abfrage nach dem Transportauftrag und dann werden die Werte von A nach B rüber kopiert. Zack, hat man seine Übersetzung gemacht. Wie gesagt, funktioniert auch in der Trial, auf der bin ich ja gerade unterwegs. Und für die Leute, die es halt eben schon immer mal wissen wollten, wie diese Magie funktioniert, that's the way. Zwei ganz kurze Anmerkungen, wovon mir gerade auf Anhieb nur eine einfällt. Bevor ich es vergesse und auch immer wieder ich drüber gestolpert bin, viele andere drüber stolpern. Service Bindings im produktiven System beim Kunden ERP On-Prem. Wenn ich hier Publish, Unpublish klicke, kann ich es auf dem Entwicklungssystem testen. Das Problem ist aber, nochmal als Reminder, was viele nicht auf dem Schirm haben, hier ist es ein Local Service Endpoint. Und früher hieß es auch Publish Locally. Mit diesem Publish, Unpublish erfolgt keine Transportauftragsaufzeichnung. Das heißt, wenn ich dann mal in ein halbes Jahr entwickle und das ganze Gelump dann von Dev nach Q schiebe, ist halt dann kein Service da, kein ICF-Knoten und es geht nichts. Das heißt, das war als kleinen Reminder, wer schon drüber gestolpert ist, wer noch drüber stolpern wird, denkt an mich. Genau. Und weil ich auch wieder diese Woche drüber gestolpert bin, OData V4 Services. Geht ja mit RAP mittlerweile super schön und schnell und schick. Aber keep in mind, wenn ihr als Entwickler immer erstmal mit dem Eclipse Preview Modus testet, dann werdet ihr feststellen, wenn ihr kein Draft habt, ist V4 Read-Only im Preview Modus. Da kann man auch gerne mal so einen halben Tag Fehlersuche zubringen und gucken, ob man irgendwelche Berechtigungen nicht gepflegt hat oder what the fuck happened. Also keep in mind, Eclipse Preview Modus mit V4, Crude Operations und so weiter, nur möglich mit Draft Enabled Entities. Das waren so die Punkte von mir noch im Nachgang. Wunderbar, hörst, nicht schlecht. Zu dem Preview-Modus, da habe ich eigentlich solche negativen Erfahrungen gemacht. Also ich verwende den eigentlich jetzt immer weniger, wirklich nur für einen ganz ersten schnellen Preview. Aber ich gehe dann ganz schnell über und baue mir zumindest mit den Fiori-Tools auf Fiori-Elements-Anwendung oder was auch immer. Der Preview-Modus hat mich schon ein paar mehr Probleme bereitet, dass etwas nicht gegangen ist, was eigentlich eh gegangen wäre. Also da. Ja, ich finde es halt schade, dass der Preview-Modus halt gefühlt, keine Ahnung, so 80, 85, vielleicht sogar 90% Abdeckung hat. Ne? Nur bei den letzten 10%. Ja. Bam, Explosion. Und wenn du dann halt. Okay. Ja. Ich glaube, offiziell sind wir dann durch, eigentlich. Wir haben noch 10 Minuten überzogen, das ist genau. Eine gute Leistung. Jetzt können wir noch, 5 Minuten bleiben wir noch ein bisschen dran, vielleicht können wir noch ein paar Chats beantworten. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, ja. Weil ihr vorher gesagt habt, Non-Draft, Normal Numbering ist Default. Stimmt das so? Also seht ihr das auch so? Da habe ich keine Meinung momentan dazu. Der andere ist doch da. Draft ist Default. Draft ist Default, okay. Jetzt müssen wir dann auch wieder differenzieren, auf welchem Release, weil der André ist ja nur in der neuesten Version. Weil das wollte ich ja gerade fragen. Das ist ja, was du hergesagt hast. Ist das schon mit 19.09 irgendwo auch verfügbar? Weißt du das? Oder? Was die Augmentation? Ich glaube, ab dem 20er Release 2020. 2020, also ich habe es auf jeden Fall 2021 FP0 verwendet und ich glaube, es geht sogar mit 20. Ja, genau, 2020 FP1 schreibt der André. Okay. Danke. Ist doch immer schön, wenn man jemanden dabei hat, der wirklich Ahnung hat. Der sich auskennt, genau. Der steht. Und nicht nur so tut, als ob wie wir. Aber ich finde es schön, dass die Leute immer noch dran glauben.